Wir haben das Duo komplett gemacht. Wir haben jetzt einen Buschcamper vorne, der noch keinen Aufbau hat, den hoffentlich bald kriegt. Und natürlich mit ARB-Stoßstange, neues Fahrwerk, allen drum und dran. Und haben heute unseren Cuber abgeholt, der wahrscheinlich noch nicht der Endcuber sein wird, aber wir testen das Ganze mal. Hier ist Nico König. Grüß dich, Nico. Hi Sven, grüß dich. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, wir haben das so verabredet. Wir werden ihn jetzt mal testen auf der Fahrt. Das ist von der Kombi her, von der Farbe her passt, oder? Das sieht richtig geil aus, muss man schon mal so sagen. Also ich bin auch ziemlich angetan, weil beide Fahrzeuge weiß sind. Der hat eine Klimaanlage drauf, die hast du noch eingebaut oder war die schon drin? Genau, die Klimaanlage haben wir zusätzlich noch reingemacht. Das ist die Dometic, was wir hier haben. Ja. So, dann ist drin demnächst eine Dusche. In zwei Wochen kriege ich noch eine Dusche rein. Genau, wir machen bei dir noch eine Dusche rein. Du hast eine Markise seitlich dran, du hast die Mover dabei, Mammutantriebe unten dabei, eigentlich das volle Programm. So ist es. So, den werden wir jetzt mal ein halbes Jahr testen, denn die Frage ist, kann man damit im Winter unterwegs sein, mit allem drum und dran? Du sagst ja. Ja, wir haben ja hierfür auch die Standheizung dabei und wir haben hier Isolierung 40 mm Sandwich-Bauweise und somit können wir auch in kälteren Jahreszeiten unterwegs sein. So, es wird laufend angeliefert. Ihr habt viel zu tun? Ja, wir sind gerade auch in der Vorbereitung. Caravan Salon Düsseldorf steht an. So, und das Ganze werden wir jetzt mal testen. Die Voraussetzungen hier waren ein bisschen härter. Wir mussten die Anhängerkupplung tauschen. Ihr habt noch ein zugelassenes Distanzstück noch eingesetzt, auch nochmal 4 cm. Die Kupplung war ein bisschen hoch, oder? Genau, also da gibt es verschiedene Adapter vorne ran an den Zugbock. Also man kann das, je nachdem, was für ein Fahrzeug vorne dran ist, kann man das auch nochmal über einen Adapter justieren. So, hier vorne sieht man es, Doppelachser, 2,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht hat der Anhänger. Der wiegt jetzt leer wie viel, was denkst du? Wir sind jetzt hier bei circa 1,5 Tonnen. So, eine Tonne Zuladung. Genau, eine Tonne Zuladung haben wir noch. Ist doch geil, oder? So, das Schwerste, was da drin ist, zumindest mal das Wertvollste, ist meine Frau und mein Sohn. Die sind drin, wir haben heute Nacht da drin gepennt, denn ihr habt ein Raumsystem. Ich zeig mal ganz kurz, bevor wir jetzt weitermachen. Dafür seid ihr, glaube ich, bekannt, gefürchtet, beliebt. Das ist noch nicht die Endversion, die steht hinten drauf, sondern das ist der Peterwagen, gell? So oder so ähnlich. Das ist jetzt unser Gastro-Anhänger, unser Verkaufsanhänger. Wir haben auch den Peterwagen in verschiedenen Längen von 3 Meter bis 3,50 Meter. Der kann sogar beklebt werden. Und meine Frau sagte immer, ja, so ein Peterwagen, das wär's doch jetzt. Hier vorne steht noch ein anderer Peterwagen, ein echter Verkaufsschlager in Holz. Der kleine ist da vorne. Lieferzeit im Moment? Wir sind bei Lieferzeiten zwischen 30 und 35 Wochen. Wochen? Also fast ein Jahr mittlerweile, oder? Über ein halbes Jahr Lieferzeit. Oh, hier vorne ist eine Besonderheit. Da vorne ist ein Großhändler, nehme ich an, für Korn und Weizen. Ja, genau. Das ist momentan die Erntezeit. Die stehen nämlich hier Schlange. Und das sind die Peterwagen, die da sind. Also wir planen ja im Moment, man darf noch nicht zu viel verraten, auf der Messe etwas zu zeigen. Doppelachser, ganz neue Technik, Peterwagen 4.0 quasi. Ja, also so in Düsseldorf wurden einige Neuigkeiten vorgestellt. Ich will da auch noch nicht zu viel verraten. Wird auf jeden Fall spannend und interessant. So, wir werden auf jeden Fall gucken kommen. Das ist so ein Peterwagen, darauf läuft es so ein bisschen hinaus. Den hinter natürlich so ein Offroad-Fahrzeug zu ziehen, das dürfte einiges an Show bieten. Aber auch jetzt schon das Gespann, was wir euch heute jetzt gleich zeigen werden, das hat es meines Erachtens in sich. Das war die Nummer 1 oder habt ihr begonnen mit dem Peterwagen? War das hier, Adventure war Nummer 1? Wir haben mit Peterwagen begonnen, aber kurze Zeit später entstand dann auch der Adventure. Also das sind ein paar Wochen dazwischen gewesen. So, mehr erleben, mehr entdecken. Es ist ein Multifunktionsfahrzeug. Es ist zugelassen als Anhänger. Da ist jetzt noch ein Hubbett mit drin. Man kann drin schlafen, aber es ist keine feste Gasanlage drin. Das ist schon mal ein Vorteil. Und das Ganze ist pragmatisch gebaut in echter Nutzfahrzeugqualität. So kann man sagen, oder? Genau, also für uns ist auch wichtig, dass wir eine Zuladung bringen, dass wir auch schwerere Gegenstände wie zwei Motorräder, Quad, solche Sachen auch in dem Fahrzeug transportieren können. Deswegen haben wir auch einen verstärkten Boden drin, um einfach die Tragkraft besser zu überbrücken. So, Vierkanal-Mover ist drin von Alco. Von Alco, genau. Vierkanal bedeutet, er hat vier Motoren. Das Ganze haben wir eben schon ausprobiert, funktioniert wie eine 1. Da ist Lithium drin. Da haben wir eine 75 Ampere Lithium-Batterie drin. Die gibt es auch noch mit 100 Ampere und mit 165 Ampere.
So, und dann ist hier hinten die Klappe geöffnet, da kannst du hochfahren. Die Rampen, hast du Rampen noch da? Die Rampen habe ich jetzt hier in dem Fahrzeug nicht drin, aber wir haben hier hinten die Möglichkeit, Auffahrrampen mitzunehmen. Und einen Tisch. Und einen Tisch, genau. Also links und rechts würden zum Beispiel auch zwei Biertischgarnituren reinpassen und in der Mitte der Tisch. Original Biertischgarnitur. Original. Und dann haben wir noch unsere Variante aus Aluminium. Da kann man, hier kann ich eine Biertischgarnitur kaufen, die passt da rein. Die passt hier rein. Die genau. Original aus dem Baumarkt. Die Original aus dem Baumarkt passt hier rein. Krass. Also die wird hier unten eingeschoben, hier links die Bänke, links und rechts die Bänke. Und in der Mitte, ist das genormt, das Maß, Biertischgarnitur? Ja, also es gibt verschiedene Größen. Also wir gehen immer von der normalen, von der Standardvariante aus. 25 cm die Bank, 50 cm der Tisch. Es gibt aber auch noch breitere Tische. Die würden wir jetzt hier aber nicht reinbekommen. So, hier hat man tatsächlich 4 komfortable Schlafplätze drin. Sogar 5, wenn man oben das berechnen würde. Das ist ein Hubbett, ist oben drin. Das können wir euch gleich mal zeigen. Das ist meine Frau Marlene. Ich grüße dich, Marlene. Die Nacht war unruhig, muss man sagen, denn unser Sohn, der wollte unten nicht schlafen, der ist dann mitten in der Nacht zu uns gekommen. Dann haben die Seile ein bisschen geknackt, ja, und du sagst, aber das macht nichts, die sind ganz neu, die Seile. Genau, das Bett ist ja neu eingebaut, die Seile geben leicht nach, aber das ist nicht so, dass man nachts runterfällt. Das Bett macht nämlich 250 Kilo. Ist noch nie passiert? Ist noch nie passiert, nicht. Ist das eigentlich eine statische Last oder eine dynamische Last, die 250 Kilo? Also die 250 Kilo sind durch das Seil, weil wir hier ja mit dem Hubbett stufenlos verstellen können. Du weißt, worauf ich hinaus will. Genau. Also das heißt, man sollte sich jetzt nicht zu sehr bewegen oder geht das schon? Nee, das geht. Wir haben ja rechts, links diese Führungsschiene verbaut, dass man da nicht in der Hängematte zum Beispiel liegt. Du hast überall deine Schienen drin, Airline-Schienen. Wir haben jetzt hier die Boxen mit drauf, Fahrräder sind hinten am Pickup drauf. Ganz viele Fenster hast du hier drin. Ja. Finde ich schon mal phänomenal. Mehr geht nicht, oder? Mehr geht tatsächlich nicht. Also das Maximum, was wir an Fenster haben. Wir haben hier jetzt insgesamt 6 Fenster verbaut, 2 Dachfenster und zusätzlich noch die Dachklima oben drin. Ja, ziemlich cool. So, Dusche kommt auch demnächst. Ein Porta-Potti haben wir drin. Fliegengitter, zeig mal. Das ist, glaube ich, das größte Fliegengitter der Welt. So könnte ich das Video nennen. Geht über die ganze Breite. Ist natürlich genial, wenn du abends mal pennst und willst einfach mal frische Luft haben. Genau, das ist ja das Schöne mit der Heckklappe hier, was wir haben. Ich mache gerade einen Schritt zurück, da kann man es ein bisschen besser sehen. Da ist die Heckklappe. Und erzähl. Genau, also durch die Heckklappe kann man einfach das Fliegengitter zumachen. Wir haben halt ein ganz anderes Feeling. Wir kriegen noch einfach abends schöne kalte Luft rein. Mhm. Und das ist oben unten geführt, also auch sehr robust. Was wir hier haben an Fliegengitter. So, hinten noch ein Fenster, wie soll es anders sein? Dann kannst du das Ganze nochmal genauer einstellen auf das Gewicht der Klappe. Das heißt, die kann ganz genau nivelliert werden. Es kann ja mal sein, dass hinten jemand doch noch was dran macht. Können wir einen Fahrradträger dran machen? Zum Beispiel Fahrradträger wäre ein Thema. Das könnte man dann nachträglich nachrüsten. Ah. Und da kann man die Heckklappe natürlich auch einstellen, wie man sie braucht. So, wir haben noch 7% Akku. Wir haben uns nämlich selber heute mal das Ziel genommen. Guckt euch bitte alle Videos an von dem Fahrzeug. Das Fahrzeug ist so schmal, dass man mit einem normalen Rückspiegel noch durchgucken kann. Also das passt fast immer, oder? Genau, also wir haben hier ein Außenmaß von 2 Meter und somit brauchen wir keine Spiegelverbreiterung und haben halt den Vorteil, wir können bei engeren Straßen oder auch mal normal, auf einem normalen Supermarktparkplatz den Anhänger zwischenstellen. So, ich habe ein Model mitgebracht. Das können wir jetzt mal zeigen. Das heißt Marlene oder Oskar, mir ist es egal. Wenn du mal gerade die runternimmst, die Tasche bitte. Ja. Und die auch mal gerade rausnimmst. Denn wir haben eine Besonderheit, das weiß ich noch aus der Messe in Bern. Du bist übrigens der Chef, muss man sagen, mit deinem Bruder zusammen. Ihr seid beide Geschäftsführer? Wir sind beide Geschäftsführer, ja. Richtig. So, du bist noch ganz jung. Wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre. Mein Bruder, der ist 22 Jahre alt. Was habt ihr gelernt? Ich bin gelernter Feinwerkmechaniker. Und mein Bruder ist Mechatroniker. Also der kümmert sich auch hier bei den Fahrzeugen um die ganze Installation. Sehr schön. Aufkleber. Du kannst alle Bänke rausnehmen. Das heißt, bis auf diese, glaube ich, Schrankkonstruktion kannst du links alles demontieren, ruckzuck. Genau. Oder? Also rechts das Sideboard, das muss immer drin bleiben. Da befindet sich auch die ganze Bordelektrik. Und auf der linken Seite, wir können dieses Klappbett rausmachen, wir können die Sitzbank rausmachen, wir können diese Sofa-Lounge hier. Sag mal, bitte Sofa-Lounge einmal zeigen. Das Coole ist, man kann alles drehen. Genau, wir haben hier einmal Kunstlederüberzug auf dieser Seite und auf der Seite Echtbaumwolle. Und somit können wir auch nachts ganz bequem auf der Sofa-Lounge übernachten, brauchen keinen zusätzlichen Überzug. Und tagsüber, wenn man es als Sitzgelegenheit nutzen möchte, nimmt man dieses Kunstleder.
Okay, so und jetzt geht das ruckzuck. Hier vorne ist übrigens ein Staukasten, da ist noch Bettzeug drin. Du ziehst einfach dran. Ich ziehe dran, genau. Da kann ich diese Sofalounge auch auf dieser Position stehen lassen. Deswegen diese geteilte Polstervariante. Und die bleibt auch stehen so? Die bleibt auch so stehen. Und jetzt kann ich das als bequemer Sessel zum Beispiel nutzen. Marlene, bitte, mach mal. Wenn du durchkommst. Wenn ich jetzt durchkomme, ja. Einmal über die Hunde. Hier vorne ist dann auch der Stauraum, wo man aufmachen kann. Also da kann man dann auch das Schlafequipment für das Zusatzbett schön verstauen. Das ist übrigens jetzt live. Wir stehen auf blau und weiß, wie man gesehen hat. So, das ist die Lieblingsposition der Marlene. Ja. Jetzt noch dazu ein kühles Getränk, oder? Ja. Bitte? Bitte. Wo ist mein Drink? Mein Cocktail? Heute Nacht war es ein bisschen holprig. Wir sind angekommen gestern Abend. Du kennst das Auto nicht. Mussten erstmal einräumen und so. Da war es dann 12 Uhr. Aber man hat doch relativ gut geschlafen von, ich sag mal, Polstermatratzen, oder? Ja, das Bett an sich war super. Das war super. Die Situation mit dem Sohn halt nicht so ganz. Mit dem? Mit dem Sohn. Ach so, das ist der Sohn nachts. Und schlichen ist. Sehr schön. Komm, wir gehen mal rein, andere Seite. Danke, Marlene. Dann haben wir hier, den haben wir schon benutzt. Wenn du das mal gerade öffnest, bitte, Papierkorb. Ja. Da haben wir jetzt eine Tüte reingemacht. Sehr praktisch, muss ich sagen. Hast du auch hier ein Fenster drin? Federball. Die Aufbautür ist ordentlich. Also die macht einen ordentlichen Eindruck. Wenn man die nämlich zumacht, da hast du ein sattes Geräusch. Das gefällt mir. Mach mal zu. Ich bin ja so Geräuschefanatiker. Ja, so muss es klingen, man oder? Man hört, dass sie zu ist. Genau. Ja, mach nochmal auf. Also hier haben wir auch einen Stopper dran, dass die Tür natürlich auch geöffnet bleibt. Ihr habt was Tolles gemacht, ihr habt eine Markise reingemacht, die hält sich selber, weil ihr habt die Halterung eingebaut. Wenn die Halterungen aber drin sind, kann man die Tür nicht mehr stoppen. Das ist die einzige... Genau, das ist der einzige Nachteil, was wir haben mit dem Stopper. Aber man kann die Markise auch am Boden abstützen. Dafür sind auch die Heringe dabei. Ich kann einfach eine Kombi fahren. Ich habe was ganz anderes genommen. Ich habe einen Spanngurt genommen. Also kein Spanngurt, sondern nur einen Fahrradexpander. Und habe den einfach hier eingehangen und habe ihn hier eingehangen. Gut war. Geht auch. Und genau. Vor allem, es geht auch, wir haben hier magnetische Wände. Also ich kann hier auch ein Magnet nehmen, ein Seil nehmen und dann die Türe spannen. Wäre ist das kein Alu oder ist das Blech? Das ist kein Alu, das ist Blech. 0,5 mm vorverzinktes Blech, das dann zusätzlich pulverbeschichtet worden ist. Also das ist extrem haltbar. Das heißt, so Dellen und so sind gar nicht so einfach reinzukriegen, oder? Genau, also es verhält sich wie beim Auto. Man kann es auch jederzeit die Dellen wieder rausziehen. Man kann es auch schon sagen, man hat da mehrere Vorteile mit dem Blech im Gegensatz zu einem Aluminium. Ist das Sandwich nicht das Problem, dass es dann unten drunter abgeht oder so und dann irgendwelche Feuchtigkeit dann eindringt? Nee. Nee, überhaupt nicht. So, gehen wir rein. Das hier ist jetzt Transportmodus. Wir gehen ja gleich auf große Fahrt. Was ich toll finde, ist, dass du unglaublich viel transportieren kannst. Das heißt, gerade Leute, die ein Problem haben mit dem Thema Zuladung, machen sich einen Anhänger hinten dran. Hier habe ich ja das Glück, das Zugfahrzeug ist ordentlich. Du hast eine Heckküche mit drin. Da fehlt jetzt noch die Mikrowelle. Die ist bei uns noch zu Hause. Da haben wir so eine Spezialmikrowelle. Dann haben wir noch zusätzlich so ein ganz kleines Induktionskochfeld. Das kannst du hinstellen. Genau. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Licht habt ihr mit drin, dimmbar? Wir haben hier LED-Streifen, immer vor dem Bett, nach dem Bett, dimmbar, über den Schalter. Dann gibt es natürlich auch noch an der Heckklappe zusätzlich mit dem LED-Streifen. Die goldigen kleinen. Für Hunde hast du da was überlegt? Ja, also was cool wäre, tatsächlich einen Teil hier auszuschneiden und ein Gitter davor und dann können sie auch da nächtigen lassen. Oskar, steh mal bitte auf. Wieso? Weil wir die Bank zeigen müssen. Wieso? Kann ich aber verstehen. Nico, wenn du mal gerade hinten zumachst mit dem Licht, ja. Sonst können wir nicht mal filmen. Nämlich so hell. Das wäre. Heute soll ja wieder mal einer der heißesten Tage des Jahres werden. Ich bin sehr gespannt. War schon gestern, waren es 39 Grad. Es geht noch hier auf der Schwäbischen Alb arbeiten. Ja, ist trotzdem sehr heiß. So, erstmal das Bett runterfahren, da können wir das mal sehen. Vorsicht Kopf, Marlene. Ja. Das Bett geht stufenlos, du kannst es überall belasten, das spielt keine Rolle. Genau, ich kann es auf jeder Position mit den 250 Kilo belasten. Also ich kann jetzt auch unten drunter Motorräder drin stehen lassen zum Beispiel. Oder wie man es hier in dieser Situation erkennt, dass unten drunter noch jemand schlafen möchte, kann ich das so positionieren, wie ich es gern haben möchte. Also es gibt so eine Position, wo du dich nicht so als Sardine fühlst. Gestern haben wir versehentlich die Marlene mit hochgezogen. Da ist aber eine Sicherung mit drin. Es stoppt. Genau. Also da passiert auch nichts. Da können auch keine kleinen Kinder zwischen eingeklemmt werden, sondern es ist abgesichert. So, dann hast du hier noch ein Bett. Marlene, zeig mal, hast du es schon geübt?
Noch gar nicht. Airline-Schienen, du weißt, wie es geht? Ziehen? Ich glaube, man muss irgendwie drücken, wenn man es einmal rausgecheckt hat, genau. Genau. Ja, das ist ja selbst erklärt. Passt. Aber ich habe jetzt da die Kisten. Das sind jetzt die Kisten im Weg. Da würde jetzt hier dieser Stützfuß runterkommen. Genau. Da kann man das hier abstützen zusätzlich. Hier haben wir auch wieder unsere Kombi von der Sofa-Lounge raus. Einmal Baumwolleüberzug, einmal Kunstleder. Also wir können dieses Bett auch zusätzlich nochmal als Sitzbank nutzen und hat halt einfach eine bequemere Auflagefläche, durch das, dass dort ein festen Latterrost verbaut wurde. Ganz cool. So. Also ist überall, ne? Mal ein Lattenrost drin. Genau. Vorne auch, ne? Vorne auch in der Sofa-Lounge. Und es atmet auch von unten. Ja, da hat man atmungsaktives Vlies verbaut. Ah, cool. Finde ich total wichtig, denn viele benutzen das Tag und Nacht und dann bildet sich was ganz Tolles drunter. Genau. Es wird das schwarz, Schimmel. Richtig. Habe ich schon erlebt. Also. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, die Airline-Technik. Wenn du jetzt, UPS-Fahrer wärst oder DPD-Fahrer oder bei DHL, da gibt es nämlich extra Shops, wo es Zubehör gibt für Airline-Schienen. Ich glaube, ihr habt so viele Airline-Schienen verbaut. Ja, genau, so ist es. Ist das angefangen? Ist das sicher eigentlich so, Airline-Schienen? Hält das? Ja. Hebt das? Wir haben das ja auch hier im Fahrzeugboden verbaut, die Airline-Schienen. Also wir können hier auch Motorräder mitnehmen, wir können Quads mitnehmen, wir können als Transportmittel nehmen. Das ist eigentlich ein sehr gutes Zubehör, die Airline-Schienen. Da gibt es auch sehr viele Sachen im Zubehörshop für Airline-Schienen, Tablet-Halter zum Beispiel. Also heutzutage kann man das sehr viel machen. So, hier ist eine Staubox drin, da liegt auch schon alles drum und dran. The Cuba in Engsting, wir werden wiederkommen in 2 Wochen. Dann werden wir das Ganze zeigen mit Dusche, Einbau und allem drum und dran. Da werde ich mal berichten, wie es ist. Und wir werden nochmal einen Film drehen von unten, von der Fahrt, okay? Super. Super. The Cuba Engstingen, thecuba.de. Sehr schön, dass ihr da wart. Viel Spaß mit dem Fahrzeug. Danke. Ciao.